Moin Moin und willkommen zurück bei Sarah Mal. Ich bin Sarah, das ist der Basti. Oh nein, ich weiß, was für ein Gag kommt. Ich habe es schon da liegen sehen. Sarah, du hast mich in zu vielen Videos zu oft beleidigt, meine Ehre gekränkt. Wir müssen kämpfen. Ich hoffe, es haben jetzt nicht alle ausgeschaltet. Der beste Einstiegsgag ever. Das ist immer der beste, wenn es so richtig tief wehtut in der Brust. Mir tut's nicht weh. Mir schon. Wenn es euch auch wehtut, dann sagt Bescheid. Ja, eine Liste, die Basti sich sehr gewünscht hat. Deswegen darfst du sie vorstellen. Kampfmechaniken. Wir sind große Fans von thematischen Spielen, also wo man da auch teilweise asymmetrische Spielerkräfte hat, wo halt jeder Spieler so ein bisschen für sich selbst ist und die auch so ein bisschen auf Konfrontation aus sind. Also Spiele, wo man so nebeneinander her ackert, hier und da ein paar Punkte macht und am Ende gewinnt halt irgendwer. In grauen Städte spielen ist nicht so unser Ding. Wir mögen Spiele, die so ein bisschen konfrontativer sind. Und da kommen halt natürlich auch mal viele Kampfsysteme vor, die mal mehr oder weniger stark verzahnt sind mit dem Spieler, mit der Thematik an sich. Und ich dachte mir, es wäre eine coole Idee, mal so ein Video zu machen. Sarah so, ich weiß nicht, keine Warum Ahnung. bin ich in deiner Stimme 80 Jahre alt? Und auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, wir machen halt wieder eine Versus-Liste. Und zwar ist das dann dieses Mal gute Kampfmechaniken versus schlechte Kampfmechaniken. Ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt bei meiner Liste versucht, weil es gibt eine ganze Menge ganz schlechte Kampfmechaniken, aber es gibt auch ganz viele schlechte Spiele und das ist jetzt irgendwie. Ich habe versucht, das von einigermaßen beliebten Spielen zu sagen, die ich auch zum Beispiel mitspielen wollte, dass ich trotzdem sage, so, das finde ich aber doof, da diese Kampfmechanik. Ne? Also, wie gesagt, wir spielen übrigens auch gerne Eurogames, aber sie müssen ein bisschen bunt sein. Aber wir kommen ja so aus der thematischen Schiene, so Sci-Fi und so, da Aber gibt es so mit eigentlich Spielen auch. mit grauen Städtenamen, da kann man mich schon so ein bisschen jagen. Ja, ich weiß. Also, ein bisschen Thematik muss drin sein, aber ein bisschen bunt. Wie Bitoku. Bisschen Aggression. Bitoku ist auch nicht aggressiv, aber es ist sehr bunt. Ja, aber da gibt es keine Kampfmechanik. Deswegen. Also auf jeden Fall, ich habe fünf gute, Sarah hat fünf schlechte. Und wenn euch das gefällt, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Lasst uns gerne einen Daumen da und ein Abo. Dann haben wir nämlich das jetzt auch schon aus dem Weg. Call for Action. Ja, dann fang mal an, was Voll du am professionell. besten findest. Eine gute Kampfmechanik, mit der wir dann mal ganz leicht einsteigen wollen, ist schon ein bisschen älteres Spiel. Da haben wir alles von. Wir hatten auch schon die erste Edition davon. Jetzt haben wir die zweite. Ist Mansions of Madness, Willen des Wahnsinns, zweite Edition. Und warum ist die Kampfmechanik cool? Weil eigentlich hat man nur Würfel mit speziellen Symbolen drauf, die man damit so ein paar Token noch vielleicht eventuell ein bisschen modifizieren kann. Aber die Kampfmechanik, die mir daran so gut gefällt, ist, das Spiel wird ja komplett über eine App gesteuert. Und in der App hat jedes Monster oder jede Art von Monster spezielle Angriffs- und Verteidigungstexte zugewiesen bekommen. Und wenn man halt gegen dieses Monster kämpft, kommen dann halt immer so kleine Okay, das. thematische Texte, die dann halt sagen so, ja, was ich, ist jetzt sagen wir mal ein Tentakelmonster. Das Tentakelmonster halt mit seinen Tentakeln dich so angreift und dann würfelt man halt eine Probe und bekommt halt Schaden oder Wahnsinn oder nicht, ist halt wieder ein ganz anderer Text, wenn das jetzt ein fliegendes Monster ist oder wenn das ein Zombie ist. Und Ja. jedes Monster hat so seine eigenen thematischen kleinen Texte, die diesem Spiel halt einfach unglaublich viel geben und die halt einfach mehr sind als einfach nur, da ist ein Gegner, würfeln Schaden, Gegner würfeln Ja. Schaden. Das finde ich Also halt richtig das gut. Würfelsystem an sich finde ich ein bisschen langweilig, deswegen hatte ich auch so geguckt und dachte, aber das natürlich mit den Texten, das stimmt. Und dass halt auch, dass das Spiel mitmacht, zum Beispiel, wenn du das sagst, ich habe jetzt einen Baseballschläger Ja, und ich greife diesen stimmt. Bikey an, der fliegt. Das ist nämlich, du kannst nämlich je nachdem, welche Waffe du einsetzt, ändern sich die Texte nämlich auch noch. Ob du zauberst, Genau. ob du eine schwere, eine Und leichte, dann eine Stichwaffe oder eine Bladed sagt zum Weapon. Beispiel der Bikey, der fliegt, oder der Geist, ja, Baseballschläger ist mir doch scheißegal, ich Ja, bin halt weg, ne? ist Oder auch so wenn ein du bisschen ein dann. kleines Rätsel mit drin dann. Genau, oder wenn dann sagst du, ja, vielleicht soll ich den lieber mit Magie und so angreifen, dass man halt auch so ein bisschen mitdenken muss. Das stimmt schon, das Und macht deswegen, Sinn. dass die Grundwürfelmechanik ist halt nicht wirklich aufregend. Das sind halt wirklich so achtseitige Würfel, manche haben halt blanke Seiten, manche haben halt Treffersymbole, manche haben so Symbole, die kann man mit Lupen noch zu Treffern aufwerten. Ja. Wie gesagt, wenn es einfach nur das wäre, ich gehe zum Gegner, ich schieße mit meiner Shotgun, ich würfel drei Würfel, okay, ich mache ihm zwei Schaden, das war's. Finde ich unthematisch. Gerade in so einem Spiel, was halt viel auf Geschichte setzt, wie Ja. halt Willen des Wahnsinns zweite Edition. Aber wenn ich dann noch so eine Geschichte kriege, ich lade meine Schrotflinte durch, sie fällt mir fast aus den Händen, ich mache dann vielleicht mal keine Zielgenauigkeitsprobe, sondern vielleicht eine Gewandtheitsprobe, um die Waffe halt in der Hand zu behalten, lade dann durch, schieße dem Monster ins Gesicht, das Monster kriegt halt so und so viel Schaden, ist das für mich viel interessanter, als wenn ich einfach nur Würfel werfe. Ich denke, das ist auch immer so der große Punkt, weil bei manchen ist der Willen des Wahnsinns komplett durchgefallen.
wenn du diese Flavortexte nicht liest, ja, dann ist es stumpfes Gewürfel. Ich gehe in den Raum, ich decke einen Token auf, A-Probe auf Buch, wir sagen immer Buch, Flügelchen, sonst was. Das haben ja wir auch schon so. Test auf Auge. Test auf Auge. Test auf Auge. Und dann ist es halt sehr stumpf. Wenn du halt aber keiner hast, der halt mit den Texten dann halt auch so ein bisschen mitmacht und sich so ein bisschen reindenkt, dann ja. Und man muss dazu wissen, ich liebe es vorzulesen. Ich war in der Grundschule, war ich schon in einem Vorlesewettbewerb und immer wenn es in irgendwelchen Spielen was zum Vorzulesen geht, ob das jetzt Willen des Wahnsinns ist oder My Father's Work oder weiß ich, irgendwelche Kampagnenspiele, ich lese unglaublich gern. Die Leute wollen mir das immer gerne abnehmen, aber ich lese so gern. Ich will das auch manchmal vorlesen. Ich lese ja auch englische Texte vor, das ist kein Problem. Bei Bass ist immer so das Ding, der möchte das alles machen. Er möchte es vorlesen, dann möchte er Fotos machen, für den Kanal zum Beispiel, dann möchte er die Token legen und das stapelt sich dann alles so bei ihm wie so ein Gollum. Wir hatten das gestern bei Nemesis, wo ich dann sage, lass mich das doch abnehmen mit den Token. Nein, ich mach das und dann mache ich noch Fotos und dann lese ich noch vor und im Regelbuch. Und ich denke so, puh, alles gut, gib mir irgendwas. Basti aber kann ich abnehmen. Falls ihr Willen des Wahnsinns zweite Edition noch nie gespielt habt, weil ihr vielleicht App-avers seid und vielleicht die App nicht mögt, gebt dem Spiel mal eine Chance. Das ist ja mittlerweile auch schon relativ alt und glaube ich auch relativ gut zu bekommen. Und diese App gibt dem einfach so viel Unterbau und Überbau und Geschichte. Es macht einfach richtig viel Spaß. Und es wird immer noch abgedatet. Also nicht mehr. Es kommen keine neuen DLCs, aber sie arbeiten noch dran. Sie hätten ja also auch sagen können, es läuft brach. Ja, letztens hat es jetzt gerade wieder geupdatet. Ja, ukrainische Sprache wurde nachgepatcht, wenn aber euch das hilft. Es wird halt immerhin noch gemacht. Ja, die Grundbox-Szenarios sind allerdings ein bisschen stumpf, müssen wir sagen. Wir haben letztes Mal wieder eins gespielt, wo wir alles rausgenommen haben, weil wir nichts suchen wollten. Dann haben wir gesagt, so, die von der Grundbox sind schon ein bisschen langweilig. Also ich würde mir vielleicht dann schon wenigstens eine Erweiterung mitnehmen und vielleicht mal ein Erweiterungsszenario spielen. Aber wir haben dann eine Mission gespielt von einer späteren Erweiterung, die war wieder fantastisch. Ja. Also cooles Spiel, coole Kampfmechanik. Ich habe auch überlegt, wo Basti es jetzt gerade hat, deswegen habe ich so komisch geguckt mit seinem Würfelsystem. Ich hatte überlegt, Seier mit reinzunehmen. Oder alles halt, wo man so stumpf wegwürfelt. Ja, aber dann habe ich auch wieder gesagt, da habe ich auch mehrere gehabt. Da hättest du halt 5000 Bilder, Spiele nehmen können, deswegen habe ich das jetzt nicht dazu gemacht. Auch fast alle Spiele, die ich hier habe, magst du auch. Ist gut. Bis auf eins, das hast du abgrundtief. Und das eins, ist nicht gut. Da bist du so Medioker und damit fange ich jetzt mal gleich an. Und zwar ist das halt so, es ist halt ein Kampfspiel, es ist ein indirektes Kampfspiel, weil niemand weiß, wer für wen ist. Ich bin das für heißt, du machst dann da Truppen aufs Board, du sammelst dich an und denkst so, oh, geil, ich greife gleich die braune Fraktion an, jetzt gibt's gleich auf die Hose. Und dann macht der Basti, so, ich nehme jetzt hier diese Truppen, die blauen, und schieb die rüber zum gelben. Weil nämlich jede Truppe steuert. Ich rede von War of Whispers. Ja, okay, ja. Ne? Ja, ja, ja. Also wir sind halt Fraktionen und es gibt halt diese Fraktionen auf dem Board, die gehören halt jedem und wir sind halt praktisch so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Wir sind die Leute hinter den Thronen und versuchen die halt gegenseitig ein bisschen... Ja, wir sind so die Advisor, die Berater, genau, die halt dann so die Stritten ziehen. Und ich finde es halt unglaublich frustrierend, weil du musst halt diese Truppen aufbauen. Jeder kann das auch machen, es kann dir auch jemand helfen, aber es ist meistens halt immer so, dass du halt, wenn du halt Pech hast und gerade andere Leute, gerade andere Truppen unterstützen und du denkst gerade so, oh, jetzt bin ich halt gerade so im Aufbau und wird wieder was weggezogen, man wird wieder was weggezogen, dass das alles vernichtet wird. Und du kannst halt unglaublich schlecht planen bei dem Spiel. Ja. Dafür, dass es ja eigentlich so ein Planspiel sein soll, ist es halt immer so, ich guck mal, ich habe das vor, in der nächsten Runde wird es wahrscheinlich eh schon weg. Man muss dazu sagen, um am Ende zu gewinnen, jeder Spieler hat für jede Fraktion einen Marker liegen, in verschiedener Wertigkeit, aber verdeckt. Ja. Das heißt, jeder wertet am Ende des Spiels jede Fraktion anders. Man kann das aber im Spielverlauf verschieben. Das Problem ist, es soll halt alles so super secret sein und so, aber man sieht halt einfach, wenn ein Spieler halt oft die gelbe Fraktion unterstützt und die rote vielleicht nicht, dann wird er natürlich gelb haben. Wenn ich natürlich auch gelb habe und wir beide schon die gelbe Fraktion unterstützen, hat der dritte Spieler, der vielleicht gelb nicht unterstützen will, überhaupt gar keine Chance, weil wir zu zweit diese Fraktion halt nach vorne schieben und dadurch funktioniert diese ganze Endmechanik gar nicht so richtig. Man kann das immer noch wechseln, aber der das wechselt dann im Spiel, der muss das dann auch aufdecken, das hat einen Nachteil, das ist halt auch was anderes, also ich bin auch kein Fan von War of Whispers allgemein. Gibt es da einen deutschen Namen für? Ich glaube die Flüsterkriege nicht. Oder so? Nee, das ist auch deutsch auch. Aber da ist es halt auch so dieses Kampfsystem, was mich halt stört, weil du halt gar keine richtigen Truppen hast, du hast keine Möglichkeit zu schützen und du musst halt immer aufbauen, bevor du halt losläufst. Das ist dieses System, ich habe 5, du hast 4 und dann machen die sich immer einen gegenseitig kaputt, war genau. Das nicht so? Und am Ende bleibt dann einer übrig. Du hast gerade deine 5er blaue Truppe aufgebaut, dann zieht einer irgendwie 4 davon weg, um die halt gegen die Gelben laufen zu lassen und dann sitzt du da halt wieder. Ja, es ist halt frustrierend, wenn man halt gerne plant und aufbaut, wie Sarah das gerne macht. Sarah lässt sich ungern so in ihren Plan reinfuschen. Die möchte halt ihren Plan durchziehen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Und wenn dann natürlich
zwei andere Spieler mit ganz andere Pläne mit der Fraktion haben und dann klappt halt alles schon nicht. Und das Kampfsystem ist halt auch langweilig. Ja, du kannst halt nicht groß was planen. Das ist halt immer so dieses Ding und das ist dann halt bei Kampfsystemen immer ein bisschen doof. Ihr wisst es auch allgemein, wenn ihr dem Kanal schon länger folgt, ich mag sowieso generell nicht, wenn man so gemeinsam auf so einem Board spielt. Das hatten wir auch schon mal in irgendwelchen Listen. Wenn es nun, wenn man da was puzzeln muss, so ein Stellium oder es kam jetzt auch dieses Weiße Angeti raus, wo alle auch gesagt haben, oh Sarah, deckst du das, weil Tier und Tier mir wenn du dir gerade dein Muster legst, ich das Muster aber, weil ich ein anderes habe, dann zerstöre und du musst es dann wieder zurück und ich zerstöre es wieder und dann geht es im Grunde gar nicht weiter. Gemeinsames Board gegeneinander ist immer schon so bei mir so, wo ich denke so, wenn man halt das puzzeln muss und das ja jetzt bei Worf ist, was auch so ein bisschen, du puzzelst die Truppen so zurecht, dass du die dann halt verschieben kannst und bist aber wieder dran, bis es wieder alles vorbei. Im Prinzip kannst du die vier anderen Turns, wenn die anderen Spieler da sind, rausgehen und dann gucken halt, wie bis du wieder dran bist, hat sich das Board sowieso so stark geändert, dass du eh wieder ganz von vorne überlegen musst. Das ist so ein bisschen wie bei Five Tribes. Bei Five Tribes kann ich auch nicht schon großartig vorplanen, bis ich wieder dran bin. Ist das Board Boardstage schon wieder so anders, dass ich... Also ich fühle mich da halt auch nicht intrigant. Ich fühle mich halt immer nur so, als müsste ich halt reagieren jetzt darauf. Jeder reagiert auf den anderen und am Ende gewinnt halt irgendeiner. Ja. Und meistens weiß man auch schon, wer gewinnt, weil durch die Truppenbewegungen merkt man auch schon super schnell, wer für wen am Ende Punkte kriegt. Also dieses Geheimnistuerei ist auch nicht so stark. Wir haben das auch mal so super secret dann gespielt. Das lohnt sich aber im Prinzip auch gar nicht. Irgendwann musst du halt einfach sagen, so ja, ich hau jetzt hier ganz klar auf die Fresse. Und naja, aber dieses halt, dieses gemeinsame Truppen und gemeinsame Truppen bewegen. So. Ja, kann ich gut verstehen. Bin ich auch nicht der größte Fan von, obwohl ich es halt auch spiele. Aber da gefällt mir mehr die Thematik als die Mechanik. Mhm. Mein nächstes Spiel... haben wir auch schon länger, haben wir die Version, die es mit Miniaturen gibt. Sonst gibt es das mit Standees. Ist ein Spiel, was unfassbar asymmetrische Spielerfraktionen hat. Und zwar ist das der Mond, der auf die Erde gestürzt ist. Der ist aufgeknackt und da wohnt ein Drache drin. Tsukuyomi, Full Moon Down. Und es hat die krassesten Player-Factions und es hat ein unglaublich cooles Kampfsystem. Gar nicht mal das Kampfsystem an sich, weil jede Truppe hat halt einen bestimmten Angriffswert, einen bestimmten Eroberungswert und einen bestimmten Verteidigungs-Lebenspunktwert. Ich glaube, Verteidigungswert gibt es gar nicht, nur Lebenspunktwert. Ja. Und man muss im Grunde nur Zahlen abgleichen und der die meisten Zahlen hat, macht was beim anderen. Aber das Coole an dem Spiel ist, es ist immer absolut klar, was der Gegner macht, weil du suchst dir deine Kampfkarte aus, was du machen möchtest. Und auf dieser Kampfkarte ist unten noch eine Reaktion drauf, die du dann dem Gegner gibst und der Gegner sucht sich eine von den Reaktionen aus. Das heißt, du weißt immer, wenn du angreifst, welche Möglichkeiten zur Reaktion dein Gegner hat. Er kann dich nicht überraschen. Ja. Und das finde ich so fantastisch. Das ist genau dasselbe, wie man draftet auch im Spielverlauf die Aktionskarten, was man halt in der Runde machen kann. Und alle Aktionskarten, die ich halt nicht nehme, die ich halt weitergebe zu meinem Nebenmann, ich kann nicht überrascht werden für die Aktionen, die mein Nebenmann dann durchführen kann, weil ich habe sie ja weitergegeben. Und das ist das Coole an Tsukuyomi, dass ich sowohl in den Aktionen weiß, was mein Nebenmann hat, als auch was der Verteidiger durchführen kann, wenn ich ihn halt angreife. Und das ist so, so, so cool. Ja, es sind halt immer kalkulierte Kämpfe. Basti hat, glaube ich, nichts mehr, als wenn er nochmal die verdeckte Fallenkarte rauskommt. Oh, ich habe hier noch eine verdeckte Fallenkarte. Du bist genau in meine Fallenkarte gelaufen, Yugi. Du bist der perfekte Pegasus. Du bist der perfekte Pegasus. Naja, und das ist halt schon so. Ich bin Kaiba. Bestimmt. Du kalkulierst das halt so aus und wie gesagt, mit der Reaktion, dann kannst du halt alles schon mehr oder weniger vorhersehen. Manchmal gibt es das oder das, dass er sich aussuchen kann, ob er das nimmt oder das nimmt. Ja, es gibt mehrere Optionen drauf. Aber du weißt halt, okay, im schlimmsten Fall, das ist das, was mich am schlimmsten verletzen könnte auf der Karte. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Daher ist das halt immer super durchkalkulierbar und da hast du auch so diesen Frust. Und es ist auch thematisch, weil die Reaktionen und die Angriffe halt auch sehr zu deiner Fraktion passen. Also wenn ich jetzt irgendwie... mit meinen Robotern angreife, dann kann der Gegner halt auch meinen Robotern vielleicht Upgrades kaputt schlagen. Also das passt halt auch alles thematisch immer. Und wie gesagt, ich kann mich niemals ärgern, dass der Gegner halt irgendwie eine verdeckte Fallenkarte oder eine verdeckte Aktionskarte spielt. Dann passiert halt irgendwas. Ich gebe dem Gegner die Möglichkeit zu reagieren. Und das ist bei Tsukuyomi einfach mega fantastisch. Also wenn ihr auf Spiele steht, die planbar sind im Chaos, ist Tsukuyomi auf jeden Fall ein absolutes Ding. Ihr müsst halt gut addieren und subtrahieren können, weil das ist in den Kämpfen teilweise stark nötig. Ja, aber meistens, das sind meistens auch gerade Zahlen. Das ist dann sowas wie 20, 30, 10, 15. Das sollte man noch hinkriegen. Wir sind jetzt auch nicht die Mathe-Genies, aber das ist dann immer noch so, 95, ja, passt schon. Aber ist cool, ne? Ist cool, ja. Gut, köpft mich an. Willst du was du hast oder was du liebst? Gib mir oder den so Mittelding? Gib mir den Hass. Was du hast? Ja. Wir waren gerade schon bei stumpfen Würfeln. Warte, ich muss mich vorbereiten. Die... Dingste, schlimmste,
stumpfeste Würfelart, die man machen kann. Und zwar hast du halt Würfel und du hast Gegner und du würfelst einfach nur so schnell, wie du kannst und guckst, ob du triffst. Dafür ist bei mir auch keine Taktik dabei. Es ist Project Elite. Basti hasst dieses Spiel unglaublich. Ich finde es einigermaßen mitspielbar. Drücken wir es mal so aus. Aber schrecklich. Das ist halt auch wirklich so. Da kommen halt, also für die, die es nicht kennen, die Aliens kommen halt, die rushen halt so auf die Base zu und ihr seid halt Verteidiger und es ist halt, falls ihr das Spiel Escape kennt, ihr habt halt so ein Würfelset und ihr müsst dann halt einfach würfeln, ob ihr die halt trefft. Und dann gibt es halt auch da wieder, dass halt Würfel gelockt werden können und es gibt da verschiedene Waffen. Aber letztendlich ist es nur so, ja, die Aliens kommen und jeder, bom, 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 irgendein Würfel fällt natürlich wieder unter den Tisch, dass einer irgendwie rumkriecht und dann dies und das und jedes. Irgendwer würfelt irgendwas, hat auch gar nicht richtig geguckt, nimmt die falschen Symbole, macht trotzdem irgendwas, Gegner werden genommen, werden weggeschmissen. Und die kann man nicht anmalen, weil die werden wirklich nur weggeschmissen. Und ich bin kein großer Fan von Echtzeitspielen. Das einzige Echtzeitspiel, das ich irgendwie tolerieren kann, ist Space Alert. Ich hasse Escape, ich hasse Project Elite. Five Minute Dungeon, gerade noch so am Rande, dass man das spielen kann. Das ja, haben gut, wir auch das in der Sammlung. Halt immer noch lustig. Aber das ist immer noch kurz. Das geht ist halt fünf Minuten und dann kannst du halt Project sagen, Elite ist so schrecklich. Oder Project Elite, je nachdem. Projekt Elite. Das gab es früher mal von Atypia Games. Ich weiß noch damals, wie es für Kickstarter war. Da sieht man, wie alt und lange wir im Hobby waren, weil Atypia Games hat auch eins meiner Lieblingsspiele gemacht, das ist Among the Stars. Und deswegen hatte ich mir das damals angeguckt. Und hatte dann ernsthaft überlegt, das zu unterstützen. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Erstens das Spiel und zweitens sehen die Figuren aus wie aus rundgelutscht. Ich finde immer, die Figuren sahen aus wie so wie Radiergummi-Qualität. Ja, ja, genau. So Ratzeformel-Gummibogen. Werden sie Radiergummi. Also wenn du die gegen die Wand geworfen hast, sind die direkt wieder zurückgekommen. Einfallwinkel, Ausfallwinkel in dein Gesicht. So ungefähr. Aber es ist jetzt von Cool Mini or Not nochmal. Aber das ist ja auch so ein Ding, wo ich gesagt hätte, so ja, mit grauen Figuren spielen, anmalen kannst du sie nicht. Und es macht auch irgendwie auch keinen Spaß, weil dann denkst du wieder so, oh, hast du denn daran gedacht, dass du das Symbol würfeln musst? Da siehst du so auf der anderen Seite so, ja, habe ich dran gedacht, auf jeden Fall. Und in einem Spiel, wo Würfel hassen mich sowieso. Und in einem Spiel, wo man auch, konnte man sich da auch wieder verbacken, wie bei Escape? Ja, ich dass schon, du dich so volllockst. Dass du halt dich irgendwann vollgebackt hast, dass du keine Aktionswürfel mehr hast, weil die alle gesperrt sind. Da musst du wieder, Hilfe, Hilfe, irgendjemand müsste mich retten und mir meine Würfel freischalten. Das habe ich bei Escape schon gehabt. Sie kommen halt immer näher an die Base und die haben auch so Bewegungsdinger. Da müssen alle wieder die Aliens weiter vorne bewegen. Und dann siehst du wieder, oder dann bist du bei deinem Stück, was du gerade verteidigst. Ja, und dann kommst du auf einmal von der anderen Richtung, weil der nächste halt gedingst hat. Das zum Spiel, aber halt diese Würfelmechanik, die ist mir halt irgendwie zu stumpf. Das ist ja so, Bombs, 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 ein Gegner weg, Bombs, Bombs, zweiter Gegner weg, Bombs, 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 dritter Gegner weg. Das ist mir zu wenig Spiel. Man kann halt diese Absprache vorher treffen, so ein bisschen wie bei Space Base, aber letztendlich kommt es immer drauf an, was du würfelst. Wenn du dich halt gleich einloggst, das ist halt... Es ist frustrierend. Ich finde das System ganz lustig von diesen Aliens, die ranrushen, aber ich hätte mir halt ein anderes System gewünscht, als außer Schnellwürfel. Ich überlege gerade, ob ich irgendein Spiel mag, wo Gegner auf die Basis zu rushen. Ich habe ja damals auch schon die Zwerge gehasst. Das war ja das deutscheste Armeespiel ever, wo die Zwerge halt immer auf ihren festen Autobahnen zur Basis gelaufen sind, weil das muss so sein. Das sind die Zwerge, das sind die angreifenden Truppen. Ja, dann waren wir die Zwerge und das waren die Truppen. Auf jeden Fall habe ich das Spiel... Sie hat das die Zwerge nie gelesen. Das Spiel hieß die Zwerge, mein Gott. Und ich habe die Gegner gesagt. Schreibt in die Kommentare, Basti muss die Zwerge mal lesen. Einer der unglaublich besten Fantasy-Reihen tatsächlich. Rennen die Gegner da auch auf geraden Linien auf die Basis zu? Ja, das passt schon zum Buch, weil das ist ja eine Armee. Das sind nicht die Gegner, sondern du als Zwerg musst halt immer rausspringen und versuchen, das halt abzuhalten. Ja, ich bin sehr begeistert auf jeden Fall. Also ich hasse auf jeden Fall Projekt Elite. Und dieses Schnellwürfeln war auch schon bei Escape ein Graus für mich und jetzt mit Gummimonstern. Ich weiß noch, wie Escape rauskam und alle waren voll fasziniert von Escape und ich habe immer gesagt, so... Jeder hat ja auch gefühlt Escape und alle Erweiterungen. Ja, furchtbar. Escape. Also, das hat sich so festgebrannt. Was sie mitten in der Nacht. halt gehen würde, wäre halt, wenn jeder gleichzeitig würfelt und man weist dann Würfeldinger zu, dass man das halt praktisch so durchtaktiert. Aber nur dieses Waschen und so, das finde ich halt unglaublich stumpf und das gibt mir irgendwie auch nichts. Stumpf. Wir haben halt einen Bekannten, der liebt dieses Spiel, es tut mir immer auch sehr leid dafür, hat da sehr gebrannt für. Und er war auch so danach so, ja, wie hat's euch gefallen? Und wir waren so,
Oh, ich glaube, das erste Mal, weil man sowas ja noch nicht so richtig kannte, fanden wir das auch noch ganz gut. Wir haben das ja auch relativ oft gespielt, mal eine Zeit lang. Wahrscheinlich aber dann auch eher so aus Freundschaft als aus Escape Spaß. Escape aber nur. Elite? Ja, Escape. Elite? Ich meine Escape. Ja. Elite. Boah, Projekt Elite haben wir einmal gespielt. Den meine ich. Ja, ja. Okay, den Chris. Darum, wo es jetzt geht. Dann haben wir auch gesagt, ja, nee. Ich bin ja immer noch recht nicht taktierend. Ich bin da immer noch ein bisschen netter, was das angeht. Was du da, ich finde immer, man muss da ehrlich sein, auch Freunden gegenüber. Ich bin ja auch ehrlich, ich sag da so, ja, also das Taktische gefällt mir, das so viel. Ja, das ist halt scheiße, so, ne? Und Basti da so, ah, scheiße, kannst du eigentlich gleich in Schredder packen und so. Und du siehst dann so noch so Hafenmusik. Da, 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 da. Ja, dann bist du wieder drin. Lass mal die Sonne wieder aufgehen. Übrigens, wir nehmen wieder auf, es ist wieder strahlender Sonnenschein, das heißt, blauster Himmel, Rollläden zu. Das muss immer so sein. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal, wenn ihr zu Hause sitzt und euch durchdenkt, heute ist aber ein außergewöhnlich schöner Tag. Dann nehmen Basti und Sarah auf. Dann liegt es daran, dass wir aufnehmen. Also danke, Sarah. Wir machen das gute Wetter. Genau. So funktioniert das doch, oder? Ich denke schon. Dann bist du jetzt dran. Wir lassen die Sonne auch jetzt im Video wieder aufgehen, und zwar die Nuklearreaktorsonne, denn wir spielen Classic Battletech. Und das ist ja ein System, das ich sehr mag. Nicht so ganz so viel spiele, aber diese Kampfmechanik fand ich schon immer faszinierend. In diesem fast 40 Jahre alten Spiel, das gerade halt einen 7,5 Millionen Dollar Kickstarter durchgeschossen hat. Also auch nach 40 Jahren immer noch mega erfolgreich. Die Kampfmechanik grundsätzlich relativ simpel. Ihr habt halt verschiedene Waffen an euren Kampfrobotern und ihr habt halt Piloten in den Kampfrobotern sitzen. Die Piloten haben halt einen ballistischen Wert von so und so. Und im Grunde guckt man nur, was für einen ballistischen Wert hat der, welche Distanz liegt an, wie weit kommt die Waffe, hat der Gegner vielleicht noch Deckung. Das summiert sich zusammen zu einem Trefferwurf, und wenn man den erreicht oder übersteigt mit 2W6, die addiert werden, dann trifft man. Das ist noch relativ simpel. Was ich aber brillant finde bei Battletech, ist halt, dass jeder Battlemech, also jeder von diesen Kampfrobotern, hat halt im Grunde so einen Charakterbogen mit Panzerung, mit interner Struktur, und die ganzen Waffen und die ganzen Systeme sind halt in diesem Körper auch verbaut nach einem speziellen Konstruktionssystem. Und das bedeutet also, wenn ich bei Sarah jetzt erst die Panzerung vom Arm runterschieße, weil jeder Schuss landet halt an einer anderen Stelle auf diesem Körper, zufällig erwürfelt. Wenn ich halt erst Sarahs Panzerung am Arm abschieße und dann in die Struktur eindringe, kann es halt sein, dass Sarahs Laserkanone, die am Arm montiert ist, halt kaputt ist. Und dann plötzlich hat Sarahs Arm keine Laserkanone mehr. Und weil es wichtig ist, an welcher Seite die montiert sind, kann es halt sein, dass Sarah dann zur rechten Seite nicht mehr schießen kann, weil ihre Laserkanone weg ist. Oder ich schieße ihren Knieaktuator kaputt und sie geht dann schlechter. Oder ich schieße ihre Sprungdüsen ab, dann kann sie nicht mehr springen. Oder ihr Reaktor bekommt Schaden. Oder vielleicht treffe ich sogar ihr Cockpit und der Pilot, der im Cockpit sitzt, wird dann beschädigt und seine Werte werden verschlechtert. Oder er stirbt sogar. Und man kann halt direkt durch einen Headshot so einen Mech killen. Und das ist so fantastisch, vor allem noch kombiniert mit den ganzen Waffeneffekten, die es gibt. Zum Beispiel ist es halt so, dass Raketen werden immer so in Salven abgeschossen und landen dann immer so in Clustern. Das heißt, also wenn ich so 20 Raketen abfeuere, kann es halt sein, dass 3 dann am Arm landen, 2 am Torso, 3 am Bein, einer vielleicht noch den Kopf trifft, und dann schlagen die so ein. Und das gibt dem Spiel so viel Tiefe, auch sehr viel Varianz. Und auch Zufall, weil es kann natürlich sein, dass ich mit meinem ersten Schuss den gegnerischen Piloten rausschieße aus dem Cockpit. Es kann aber auch sein, dass ich mich einfach elendlang an der Panzerung abarbeite. Aber das gibt dem Spiel halt einfach diesen Wiederspielwert. Battletech. Haben wir es auch mal wieder gehabt. Aber ja, ist eine coole Mechanik. Ja. Und das ist halt das, was ich in dem Spiel. Das Spielsystem hat sich ja seit 40 Jahren fast kaum verändert, wurde immer nur so ein bisschen in Details angepasst. Aber das ist halt eine Sache, die finde ich einfach mega gut. Wenn ich halt wirklich gucken muss, okay, mein rechter Arm, in dem vielleicht meine Hauptwaffe ist, der ist jetzt schon fast abgepanzert. Dann muss ich versuchen, meinen Mech so zu stellen, dass ich die anderen Panzerungsseiten zum Gegner stelle, dass er dann erstmal da anfängt abzupanzern, damit ich meine Hauptwaffe nicht verliere. Abzupanzern. Solche Sachen halt. Und das ist halt das richtig Coole. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Gegner einfach so gut würfelt, dass er halt direkt durch die Panzerung in die Struktur schießt und dann passiert da trotzdem irgendwas Schlimmes. Es ist ein cooles System. Ja. Also ich finde mich auf jeden Fall diskriminiert. Also wenn ihr findet, dass ich wegen Battletech von Sarah diskriminiert werde, dann schreibt auch das in die Kommentare. Hashtag Sarah diskriminiert Basti, weil super cooles System. Sie will es, sie weiß es auch, aber sie ärgert mich damit und sie mobbt mich damit. Ja, das ist Mobbing. Hashtag Sarah mobbt Basti. Ich finde immer nur lustig,
wie schnell er reden kann, wenn er über Battletech redet. Das war ja gerade so. Ihr könnt bei YouTube bestimmt auch so halbe Geschwindigkeit machen. Das ist bei mir auf Arbeit. Ich bin ja auch Ausbilder. Wenn ich meinen Auszubildenden was erzähle, es geht sehr schnell, damit die schnell wieder arbeiten gehen. Die armen Leute. Ich find's immer nur, wenn ich dann denke, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Battletech und ich höre mir das dann immer so an. Abpanzerung. Dann denke ich immer so. Wenn das zu schnell für euch ging, guckt euch das nochmal an auf halber Geschwindigkeit. Dann rede ich nochmal. Ja, wahrscheinlich. Dann können wir Basti jetzt mal wieder so richtig einsalzen. Das ist nämlich ein Spiel, was er sehr liebt. Aber ich bin gerade so positiv aufgeladen. Ich könnte auch noch eine Viertelstunde weiterreden über Battletech. Deswegen muss jetzt wieder ein bisschen eingecrunched werden. Mm. Es ist ein System, das kam in einem bestimmten Zeitraum bei einer bestimmten Firma immer vor. Und damals habe ich schon gedacht, ich finde das ganz schön scheiße. Obwohl mich Würfel eigentlich mögen. Battletech? Und es hat auch mit Würfeln zu tun, es hat auch mit Kampfwürfeln zu tun. Wie gesagt, Mary Special, ich kann auch mit Würfeln gut leben. Aber dann triffst du gut und dann explodiert der Würfel und dann darfst du noch mehr Würfel würfeln und dann hast du noch mehr explodierende Würfel und dann würfelst du noch mehr. Das war auch auf meiner Liste. Das ist Chaos in the Old World, habe ich halt hier drauf. Das ist nicht das, was auf meiner Liste ist. Aber als Beispiel, was es noch hier ist, aber es war auch bei Relic, es war halt bei sonst was und es war halt so. Arcadia Quest, das war nicht auf meiner Liste. Du hast schon gut gewürfelt und du würfelst halt auch immer noch besser. Gab es bei Chaos explodierende Würfel? Ja klar, bei 6 würfelt man doch weiter. Ja? Ja. Schon verdrängt. Wahrscheinlich. Zu selten. Wie gesagt, ich Würfel hassen mich. Wahrscheinlich würfel ich nie 6. Ja, es ist halt... Aber so, Sarah meint halt explodierende Würfel an sich. Genau. Ja. Also ich hasse es, wenn die Würfel in eurem Gesicht explodieren. Nein, das explodierende Würfel war normalerweise so... hat Fantasy Flight hat immer gemacht, wenn du 6 gewürfelt hast, dass du halt entweder den nochmal neu würfeln wirst, das heißt 6 plus 3, oder halt nochmal einen komplett neuen Würfel würfeln musst. Und wenn der wieder eine 6 hat, dann ist es halt weiter explodiert. Bei Alter Quest war das, glaube ich, auch, ne? Ich glaube auch, ja. Also es gibt, eine Zeit lang war das halt echt in vielen Mary's Rush Games und das hat mich halt dann super abgenervt, weil es halt praktisch nochmal so eine, ja, Belohnung ist für sonst was. Ich hätte halt auch, wenn du für ein 6 irgendwie was weiß ich was anderes bekommst oder dann das nicht noch weiter explodiert. Aber in manchen Spielen war es halt echt so, ja gut, ich habe jetzt 2-3-3 gewürfelt. Basti greift an, 6, noch ein 6, noch ein 6. Das soll halt wahrscheinlich symbolisieren, dass halt dieser kleine einzelne Krieger, der halt 6-6-6-6-6-6 würfelt, dass er halt völlig über sich hinaussteigt, diesen Berserker-Modus aktiviert und einfach alles wegschlachtet. Ist ja ähnlich wie bei Dwellings of Eldervale, wo auch eine einzelne Figur mit einem guten Wurf was töten kann. Aber da finde ich es halt auch cool, da weißt du das halt auch. Weil da kann halt jede Truppe, weißt du ja, du hast das mehr im Hinterkopf als bei anderen Spielen, wo da halt denkst du, okay, der hat 2 Würfel, ich habe 5. Da ist das eine Wahrscheinlichkeit und da ist das dann wahrscheinlich Glück, weil du einfach mehrere 6 ineinander durchwürfelst. Ja, es ist halt für mich halt trotzdem anders. Ich weiß auch, dass viele das Dwellings of Eldervale-System einfach hassen. Oh ja. Kann ich halt auch verstehen, das Würfelsystem, aber ich hasse halt explodierende Würfel, weil es halt nochmal belohnt, dass du halt immer noch gut warst und immer noch besser warst und dann geht's halt immer weiter und weiter und weiter und es frisst sich halt einfach so durch und du denkst halt auch so, ja, wie soll ich denn dafür kalkulieren, dass du halt nur noch irgendwelche 6 würfelst? Und bei Dwellings of Eldervale weiß ich halt, okay, ich habe 5 Würfel, Basti hat nur 1 Würfel. Die Wahrscheinlichkeit besteht trotzdem mit einer 6, dass er mich weglinkt. Da ist es dann ein Held und bei Chaos ist es dann das Arschloch, das die 6 würfelt. Nee, aber danach bleibt es ja auch, weil Dings ist ja, dann geht es immer weiter mit den 6 und immer weiter und mit dem weiter. Und ich finde halt, bei Dwellings hat man das mehr im Kopf, dass es halt immer geht. Und da ist es dann halt immer mal so, das ist ja auch zum Beispiel bei Risiko. Bei Risiko ist doch auch, wenn du irgendwie 6 würfelst, dass du weitergehst, du hast so lange einen massiven Angriff, bis weitergeht. Das war ich mal bei Risk Legacy bei mir, der erste Legacy-Game übrigens, wo dann einer irgendwie von Europa bis zu mir, ich war unten in Indonesien, Australien, einfach durchgelaufen ist. War einfach erfolgreich, 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 erfolgreich. Und ich habe gesagt so, ich kann halt einfach nichts machen. Und es gibt halt andere Systeme, die das halt gefühlt besser machen. Deswegen explodierende Würfel findet man eigentlich auch nicht mehr in modernen Spielen. Es muss ja einen Grund geben. Ich kannte Leute, die haben, wenn in Turnieren ihre Würfel nicht funktioniert haben, die Würfel mit dem Hammer zerschlagen, die sind dann auch explodiert. Es gibt ja auch Dice Cages, wo man die dann reinpacken kann, dann kommen sie in den Knast. Kann man im Internet kaufen. Ja, also ich finde, die explodierenden Würfel sind zu Recht irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wenn man nur 6 Würfel nutzen könnte, um noch mal 1 zu holen oder sonst was, aber diese Würfelketten, die auch dann natürlich immer weitergegangen sind, fand ich halt unglaublich ätzend. Und 6 und 6 und 6. Ja, und da wirklich halt auch, wenn man dann denkt so... Wir dürfen nicht mehr so oft 6 sagen, sonst wird das Video ab 18 geschaltet von YouTube. Nur wenn du nuschelst. Oder wenn du wieder so schnell sprichst wie bei Battletech. Halbe Geschwindigkeit. Das nächste Spiel hat keine explodierenden Würfel,
Aber es hat die Fantasy Flight V8 mit bestimmten Symbolen drauf, die man mit bestimmten Token verändern kann. Und zwar, wir schauen hier auf unser neues Licht. Die Rebellion, es ist X-Wing. Und zwar X-Wing, die zweite oder zweite .5 Edition. Und X-Wing hat ein fantastisches Kampfsystem, was ich jedem innerhalb von 2 Minuten erklären kann, was aber dann doch relativ deep geht mit der ganzen Ausrüstung und so, die man auf die Raumschiffe draufpacken kann. Denn jedes Raumschiff bei X-Wing hat einen roten Angriffswert, das ist die Anzahl der roten Würfel, die das Schiff würfelt. Es hat einen grünen Verteidigungswert, das ist die Anzahl der grünen Verteidigungswürfel, die das Schiff würfelt. Aber die roten Würfel sind besser, haben bessere Symbole drauf, ein bisschen, als die grünen Symbole. Das heißt, Angriff ist schon mal grundsätzlich stärker bei X-Wing als Verteidigung. Dann kannst du, während du fliegst, Aktionen nehmen, zum Beispiel einen Fokus. Und der Fokus kann das Fokus-Symbol auf dem Angriffs- oder Verteidigungswürfel, das du halt gewürfelt hast, in einen Erfolg drehen. Also in den Treffer oder in ein Verteidigungssymbol. Und dieses super simple System, gepaart mit den Schiffen, gepaart mit der Manövrierung, gepaart mit den Upgrades, macht X-Wing zu einem unglaublich einsteigerfreundlichen Spiel, was aber auch ein super, super cooles Kampfsystem hat. Dazu hast du halt auch noch einen bestimmten Feuerradius, das heißt, du musst halt auch gut fliegen und den Feuerwinkel halt richtig so auf den Gegner zu platzieren. Verschiedene Reichweiten, wo du dann halt entweder auf Distanz einen Verteidigungsbonus bekommst oder auf kurze Distanz einen Angriffsbonus. Und wenn du dich dann halt richtig positioniert hast, vielleicht so, dass der Gegner dich nicht treffen kann, du ihm aber im Heck hängst auf kurze Distanz und sogar noch mehr Angriffswürfel reinschießen kannst, ist einfach richtig, richtig gut. Und es ist halt wirklich dieses, Fantasy Flight macht das oft, dass sie Systeme, die sie haben, noch so ein bisschen verfeinern. Und bei X-Wing haben sie das halt richtig geschafft. Sie haben halt diese 2 Würfel, das sind rote Würfel, grüne Würfel, die sind super simpel zu erklären. In 2 Minuten, 3 Minuten habe ich das erklärt, aber die Techniken und die Mechanik und die Taktiken, die dann im Spiel sich daraus spinnen, unglaublich gut. Wir werden hier die ganze Zeit angeflogen. Fantasy Flight hat aber auch das beste System, einfach zu wenig Würfel ins Spiel packen, damit man immer noch Würfel nachkaufen muss. Das ist ein bisschen blöd. Ja, dein Pick kann ich nicht anfechten, aber es passt perfekt weiter. Ich darf nur ganz kurz reden. Wenn ihr findet, dass meine Picks immer viel zu kurz, viel zu schnell abgebrochen werden von Sarah, auch schreibt doch das in die Kommentare. Was soll ich denn sagen? Ich stimme Ihnen zu. Ja, Basti. Wir können noch so eine halbe Stunde über X-Wing uns unterhalten. Ja, Basti. Ja, X-Wing, Battletech. Ja, so. Ich fühle mich abgewürgt. Aber ich habe doch dazu nichts zu sagen. Ich habe mit dir nicht diskutiert. Man kann immer über schlechtere Picks besser diskutieren als über gute. Na gut. Wenn wir uns einig sind. So, hier geht's gleich weiter. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Trotzdem ist das Kampfsystem frustrierend. Es ist auch ein Fantasy Flight Game und sie haben auch da wieder das Problem gemacht, dass sie nicht genug Würfel reingemacht haben. Battlelore, genau. Und 2 Schwerter, 1 Schwert. Nee, ich bin verwirrt. Das mal gar nicht, aber ich hasse es, wenn die Angriffswürfel die gleichen sind wie die Verteidigungswürfel. Oh, ja. Und dann würfelst du Angriff, hast nur Schilde, ist egal, weil der Verteidiger hat auch nur Schwerter gewürfelt. Das ist immer es gibt dieses Meme, so der Stormtrooper schießt daneben, aber ist egal, weil das Redshirt von Star Trek stirbt einfach trotzdem. Und das habe ich halt immer so ein bisschen das Gefühl, weil es ist mir lieber, ich habe halt Kampfwürfel und Verteidigungswürfel wie bei X-Wing und ich habe dann halt hier Blanks drauf, als dass ich das auf einem Würfel gleichzeitig habe und ich würfel halt und ich habe halt nur die Verteidigung. Und im nächsten Angriff musst du dich verteidigen und hast halt nur die Angriffssymbole. Das macht es. Dasselbe ist bei Battlelore. Das macht mich wahnsinnig. Bei Battlelore gibt es halt 2 Schwerter und 1 Schwert. Das ist dann jeweils, ob deine Truppe trifft, ob sie halt unverwundet oder verwundet ist. Und es gibt Fernkampfeinheiten, die haben noch ein spezielles Symbol. Ich glaube, das ist einmal drauf auf dem Würfel. Das ist halt irgendwie der Bogen. Und wenn du halt eine Fernkampfeinheit hast, du hast die gerade richtig gestellt und würfelst dann einfach mal keinen dieser Bögen, dann denkst du dir auch, warum habe ich überhaupt Fernkampfeinheiten? Ja, genau. Super nervig. Also da hätte ich dann lieber getrennte Würfel. Ich meine, natürlich könnte man sagen, so, ja, das ist dann noch zu viel Plastik, weil dann die Bogenschützen, die haben dann ganz viel Blanks und die haben ganz viel Blanks. Also es ist halt nichts frustiger, als wenn du weißt, das hätte ich jetzt im Zug davor gebraucht. Du bist Verteidiger und würfelst halt irgendwie nur Schwerter, obwohl du halt Schilde gebraucht hättest. Und im nächsten Dings greifst du halt an und hast halt nur Verteidigung. Und du denkst halt so, wieso ist das so? Und das haben sie relativ schnell geändert. Ich glaube, bei
Star Wars, Imperial Assault war es dann auch schon anders, dass du verschiedene Würfel hattest, ja, mit verschiedenen Symbolen. Ja, verschiedene farbige, verschiedene gewertete, ja, und gewichtete Würfel. Und bei Battle, also nicht gewichtet, nicht von wegen die Würfel immer gut, sondern die haben halt verschiedene Stärke. Und bei Battlelore sind es halt gleiche Würfel, waren auch viel zu wenig drin, haben wir dann auch nochmal nachgekauft, Gott sei Dank. Ich liebe auch das Spiel als Battlelore Second Edition tatsächlich, was sie dann irgendwie mittendrin abgebrochen haben, damit sie Star Wars machen können. Das ist immer noch einer von Sarahs größten Horroren. Weil Fantasy Flight, und dann haben sie das abgebrochen, nee, sie haben nicht das gemacht, sie haben dann Rune Wars gemacht und das haben sie dann abgebrochen, um Star Wars. Room Wars, das Tabletop-Game, und das haben sie dann wieder gekillt nach kürzester Zeit, um Legion zu machen. Ja, furchtbar. Was man nochmal ganz kurz zum Erklären sagen muss, es gibt halt auf den Würfeln, es ist halt wie gesagt zwei Schwerter und ein Schwert. Und eins dieser Symbole ist halt, dass deine verwundete Truppe noch Schaden macht, und eins der Symbole ist, dass sie halt immer Schaden macht. Das ist mein Pick. Und niemals wissen wir genau, wie es stimmt. Wir müssen immer nachlesen, weil es so unklar ist. Nein, es ist unlogisch. Der Doppelschwerttreffer ist halt immer getroffen, aber wir haben halt immer früher gesagt, bevor wir es nachgelesen haben, mehrere Truppen können ja auch mehrere Schwerter haben. Und dass das Einsatzschwert dann bei geschwächten Truppen, ja, logischer ist. Aber wir sehen auf jeden Fall, das war jetzt der dritte Fantasy Flight Pick. Fantasy Flight in ihren Miniaturenspielen, als sie die noch gemacht haben, oder ja, da auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall immer geliebt, so Würfel reinzumachen. Immer zu wenig, auf jeden Fall. Immer mussten die immer nachkaufen. Aber wenn die Mechaniken trotzdem gut funktionieren, kann halt auch ein gutes Spiel dabei rauskommen. Ja, also wie gesagt, ich liebe halt auch Battlelore, aber das ist dann halt wirklich immer frustig, dass man sich halt immer denkt so, oder man macht diesen einen Angriff und hat nur Bogenschützen-Symbolen und denkt so, gut, dass das meine Bogenschützen niemals würfeln werden. Das sind ja die Schwertkämpfer, die haben alle ihre Schwerter geschmissen. Ja, puff, so, alle daneben. Scheiße. Ja. Gut, mein letzter Pick schon, den können wir sicherlich in einer Minute abhandeln, bis Sarah möchte abrichten. Nein, ist alles gut. Mein letzter Pick, das ist ein Kampagnenspiel, das haben wir gerade durchgespielt und es hat ein fantastisches Kampfsystem, und zwar ist das Oathsworn Into the Deepwood. Es hat ein Kampfsystem, das ist in mehrerer Hinsicht unglaublich gut. Ich habe das in jedem Kampf, den wir in diesem Spiel gemacht haben, in allen 21 Kapiteln habe ich das genossen. Man hat halt seinen Charakter, der liegt halt in der Mitte, und um dieses Charakterboard rum sind halt verschiedene Cooldown-Spots, 3, 2, 1 und 0. Und man hat eine Hand von Karten, und die Karten werden aktiviert über so Aktionssteine, die man halt liegen hat, die dann immer zur Seite geschoben werden, dann sind sie inaktiv, laden sich später wieder auf, dass man wieder neue Energiepunkte hat. Und diese Karten kosten halt verschieden viele Energiepunkte. Und wenn ich die Karte spiele, macht meine Figur auf dem Spielfeld halt irgendwas, zum Beispiel brezelt halt dem Boss halt irgendwie einen über die Omme. Dann wird die Karte aber auf einen bestimmten Cooldown-Slot gelegt, auf 3, 2 oder 1. Und da liegt sie dann. Und es geht auch nicht automatisch weiter zurück auf eure Hand. Das heißt, eure Hand wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Das Coole ist aber, wenn die Karte jetzt auf der 3 liegt und ich spiele nochmal eine Karte, die auf 3 liegt, dann werden alle Karten, die da schon auf 3 lagen, zu 2 weitergeschoben. Das heißt, ich selber habe es in der Hand, meine Karten um mein Charakterboard herum zu cyclen, bis sie auf der 0 landen, und auf der 0 kommen sie nächste Runde wieder in meine Hand zurück. Das nennt sich Battleflow-System, und das belohnt euch halt, wenn ihr taktisch eure Karten so einsetzt, dass ihr eure Karten spielt und andere Karten, die danach gespielt werden, die Karten dann wieder weiter um euren Charakter rumschieben, dass er sie wieder auf die Hand zurückkommt. Und daraus entsteht so ein cooler Kampfflow, dass man wenn die Karten wieder zurück auf die Hand kommen, dann hat man das halt selber bewirkt und man hat dann einfach so ein richtig gutes Gefühl. Man hat gesagt, ich habe gut gekämpft, ich habe gut gespielt und jetzt habe ich wieder Karten auf der Hand und es kann halt weitergehen. Wenn ich das aber falsch gemacht habe, meine Karten alle irgendwo liegen und ich gerade irgendwie gar nicht so richtig eine Karte habe, um das wieder rumzuflowen, also wieder rumzucyclen, dann habe ich halt irgendwas falsch gemacht. Und das symbolisiert dann halt, dass euer Charakter sich halt irgendwie verkämpft hat, dass er halt irgendwie nicht mehr... Er ist halt erschöpft dann. Ja. Also das ist auch thematisch, dass halt besonders starke Angriffe halt immer meistens auf die 3 kommen, weil da musst du halt dich erstmal wieder ein bisschen erholen, bis du halt den Megaschlag machen kannst. Und eher so schwache Sachen oder so Umstellsachen kommen dann auf 1, der ist dann schnell wieder zurück. Ja, passt. Muss man sich halt erstmal ein bisschen reinfinden, weil wie gesagt, früher oder später passiert es dann immer so irgendwie... Oh, ich habe nur noch eine Karte, ich kann die ganze Zeit die 0 spielen. 0. Vor allem, weil man Karten, die man auf der Hand hat, kann man meistens noch zur Verteidigung nutzen, wenn der Gegner einschlägt. Und die aktivieren dann auch wieder diesen Battleflow. Wenn ihr aber alles in Angriff gelegt habt und ihr habt jetzt keine Karten mehr auf der Hand, dann nehmt ihr den Schaden vom Gegner halt einfach automatisch. Und was noch dazu kommt zu diesem Kampfsystem... Vielen Dank. Du sprichst schon so trocken. Ich habe mich schon heiser gesprochen. Ja. Was noch so cool ist zu dem Kampfsystem, es gibt ein Würfelsystem und ein Kartensystem, die gleichwertig sind. Und wenn ihr halt Schaden macht, das kommt dann auf eure Waffe an, wie viel farbige Würfel oder farbige Karten ihr ziehen dürft, das ist dann weiß, gelb, rot und schwarz in aufsteigender Stärke, dann könnt ihr entweder Würfel in dieser Farbe würfeln oder Karten von Decks von dieser Farbe ziehen, oder ihr könnt das auch mischen. Ihr könnt auch zum Beispiel 2 Würfel würfeln und 2 Karten ziehen. Die haben dann auch wieder explodierende Crit-Symbole. Da ist es aber nicht ganz so schlimm, weil
weiß nicht, da stört es uns nicht so, ne? Weil nur wir explodieren. Und das ist kooperativ. Bei sowas ist halt immer, wenn sowas zufällig ist, dann ist mir das bei kooperativ nicht so schlimm, weil da freue ich mich genauso, wenn der Quelli das zieht als Explodierender, als wenn ich das halt ziehe. Wenn es aber halt gegen dich ist und gegen dich wird immer nur explodiert, dann sitzt du halt auch da und sagst so. Und dann ist es halt auch wieder eine taktische Abwägung, weil die Kartendecks sind halt 18 Karten. Das ist halt genau abgestimmt, wie viele blanke Karten da drin sind und wie viele Karten von jeder Wertigkeit. Und wenn ich halt weiß, okay, im Ablagestapel von den Karten liegen jetzt schon 5 Fehlsymbole. Das heißt, im Kartenstapel ist nur noch ein Fehlsymbol drin, dann ziehe ich eher Karten. Wenn ich es aber weiß, da sind noch 6 Fehlsymbole im Kartenstapel drin, dann würfel ich vielleicht lieber die Würfel. Die haben zwar immer die gleiche Chance, Fehlsymbole zu würfeln, aber die haben auch die gleiche Chance, richtig viele Crits zu würfeln. Und dieses Würfelkartensystem kombiniert mit diesem Battleflow-System, kombiniert damit, dass es eigentlich keine festen Rundenstruktur gibt, sondern dass jeder Spieler in Absprache mit den anderen Spielern jederzeit agieren kann, kommt da ein so unglaublicher filmischer Kampfflow auf, dass jeder Kampf in jedem dieser 21 Kapitel unglaublich gut ist und deswegen zurzeit definitiv mein absoluter Lieblings-Boss-Battler mit einem Kampfsystem, das ist Zucker. Ja. Also ich kann nicht in höheren Tönen davon reden. Haben wir ja auch schon, wir haben ja über die Osborne-Kampagne ausführlich gesprochen, das kann ich hier eben oben auch nochmal verlinken. Oder in den Kickstarter-Rückblick, na, hast du nicht genug Wasser mitgenommen? Jetzt bin ich alle. Ja, super Ding. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das liebt Basti, aber er wird mir da nur zustimmen können, weil wir hatten die Diskussion schon öfters. Eclipse. Nein. Ha. Eclipse stört mich das Würfeln tatsächlich nicht so wie andere Leute. Und zwar, ich mag auch Kampfspiele. Alles super. Dann bist du da, der Basti hat 14 Lebenspunkte, ich nage ihn runter, bin kurz davor, diesen Punkt zu bekommen. Whisper. Der Ronny kommt um eine Ecke, haut ihn auf den Kopf, kriegt den Punkt, gewinnt das Spiel. Whisper. Ich hasse Kill-Steal-Spiele, wo du halt keinen Anteil daran hast, dass du halt... Ich muss das einblenden, welches Spiel? Whisper. Whisper, okay. Du hast mich nicht bestätigt. Du hast es in die Kamera reingeflüstert. Whisper. Ich hasse es halt einfach, dass du dann halt sagen kannst, ich habe 13 Lebenspunkte runtergeschlagen und dann kommt einer um die Ecke, haut noch den letzten weg, weil du irgendwie Pech gehabt hast bei irgendeinem Würfelwurf und der kriegt halt den vollen Punkt. Das haben dann Spiele wie Adrenaline oder Black Rose Wars besser gemacht, dass es so ein, ich habe den ersten Schaden gelegt und ich habe den meisten Schaden gelegt und ich habe den Kill gelegt. Dass man anteilig Punkte bekommt, je nachdem wie viel Schaden man dazu beigefügt Dass es immer noch extra Punkte gibt für den ersten Schaden, für den meisten Schaden und dann noch für den Kill, dass es halt aufgeteilt wird. Aber Kill-Klau war schon damals bei World of Warcraft schlimm. Es ist, Kill-Steal ist mit das schlimmste System, was man halt haben kann, dass halt der halt daran mitgeholfen hat oder noch am meisten was gemacht hat, halt davon absolut nichts hat. Und da lohnt es sich halt auch immer nicht so mittendrin einzusteigen. Wenn ich halt sehe, irgendwie der Basti und der Florian sind sich da gerade am Kloppen hin und her, wo ich dann denke so, ja, ich könnte jetzt auch dem Basti auch ein bisschen Schaden machen. Aber dann machst du vielleicht gerade so viel Schaden, dass der andere Spieler dann abstauben kann. Und das ist dann auch nur so Mittelschaden, das bringt dann eigentlich auch nichts. Ja gut, dann laufe ich halt hier hinten irgendwo rum, gieß die Blumen, keine Ahnung. Ne? Magisch. Ja, natürlich. Und deswegen, da muss mir dann der Basti auch immer zustimmen. Ja, das ist halt auch nervt. Das Einzige, was Black Rose Wars besser macht als Whiz War. Sonst würde ich halt immer sagen, ich würde immer lieber Whiz War spielen, weil Black Rose Wars ist mir ein bisschen zu lang und das hat auch damals schon das Decksystem gehabt und so weiter und so fort. Das, die Neuauflage von Whiz War ist übrigens unglaublich hässlich. Die jetzt bei WizKids rauskommt. Deswegen, das Basti muss jetzt das Richtige einblenden. Wir haben das ist halt noch so, ein bisschen oldschooliges Artwork. Ich glaube, wir haben die 8. Ist das die 8.? Ich glaube, die 9. kommt jetzt. Also haben wir eins der ältesten Spiele, die es auch gibt. Also wirklich krass, super altes Spiel schon. Merkt man auch. Und also meine Fantasy Flight Variante auch komplett bemalt, gebe ich niemals her. Aber das ist auch so ein Spiel, das kommt bei uns selten auf den Tisch, weil A, Killklau und B, ist es ein bisschen hackelig zu erklären. Mit den Karten. Obwohl es eigentlich ein schnelles, spaßiges Spiel ist. Und du hast dann Energie drunter. Das Problem ist eigentlich, das Spiel ist beinahe ein bisschen zu schnell, weil nach 2 Punkten hast du halt schon gewonnen. Ja. Das heißt, wenn du 2-mal den Kill klaust, irgendwo ist das Spiel schon over. Das ist so ein bisschen frustrierend. Das wäre wahrscheinlich besser auf so ein längeres Black Rose Wars ausgelegt. Das ist ein Aber dafür hat es dann auch schon wenig genug Fleisch. Ja. Weil man ja eigentlich nur Schätze sammelt oder Leute tötet. Ich habe noch ein paar honorable Mentions. Ich auch. Was machen. Also ich hatte ja schon gesagt, schlechte Kampfmechanik hatte ich auf jeden Fall Eclipse, weil da teilweise auch wirklich super zufällig ist, welche Waffen man findet, auch irgendwie. Ja gut, und dann das Waffen finden. Wenn mein erster Angriff fehlschlägt, ist im Grunde das Spiel für mich schon gelaufen. Wenn andere Spieler sich schon ausbreiten können, weil sie gut angreifen, die Aliens, die um sie rum sind, dann haben die schon einen viel besseren Start als ich, wenn ich halt meinen ersten Angriff durch dieses Würfelpech versaue. Ja,
Das sehe ich allerdings nicht so sehr als Kampfsystem. Bei Eclipse ist es sehr viel, was du halt aufdeckst. Und wenn du halt Pech hast und du bist halt von ultrastarken Aliens umkreist, dann kannst du eigentlich auch gleich sagen, so, jo, ich und eigentlich, jetzt mal. Eigentlich will Eclipse ja auch, dass man die Raumschiffe anpasst. Was ich kann, ich mache halt viel Schilde auf meinem Schiff, die dann Sarahs Angriff verschlechtern. Dafür macht Sarah viele Computer auf ihr Schiff, die ihren Angriff verbessern. Aber im Grunde hilft uns das beiden nicht, weil der nächste Spieler einfach alles voller Waffen packt und es totwürfelt. Und das funktioniert halt irgendwie nicht. Dann hatte ich noch Zombicide als schlechtes Spiel, weil zum Beispiel, da ist ja wirklich nur Totwürfel. Ja, das ist zu stumpf. Deswegen habe ich das Saya und so auch nicht mit reingenommen, weil das ist so dieses Typische, und, was man kennt von vor 20 Jahren, Stumpfwürfel. Und positiv anzumerken wäre bei mir halt zum Beispiel noch Level 7 Omega Protokoll, weil das halt dieses Würfelsystem von Privateer Press halt nutzt, mit diesen verschiedenen Würfeln, die aufeinander aufbauen, wo man dann halt guckt, ob man Schaden macht. Kombiniert mit dem Stand-System der Commandos, weil die Truppen, die halt, also die Spielerfiguren, die halt reingehen, können halt verschiedene Posen einnehmen. Also der Scharfschütze legt sich halt zu Boden, kriegt dann eine verbesserte Reichweite und Trefferchance, wird aber besser vom Gegner im Nahkampf getroffen. Oder der andere, der geht halt in so eine Verteidigungsstellung. Und das macht das Spiel auch sehr fantastisch. Ja, hätte das mal eingenommen anstatt Battletech. Nö, schon. Battletech war ein sehr guter Pick. Ich habe auch noch einen sehr positiven Pick, wo ich dachte, so, ah, das hat Basti vielleicht, und das ist bei mir Monsterpocalypse. Das hat auch sehr viel mit Würfeln zu tun. Ja. Aber da guckst du immer nur, ob du über den Wert drüber kommst und machst nur einen Schaden. Es ist egal, ob du einen Punkt über den Wert bist oder 19. Es ist ein Schaden. Und dann kommt es halt auf den Stellungsspielern, dass du vielleicht 2 bis 3 Schaden machst. Ob du den Gegner vielleicht noch ins Gebäude schlägst, der kriegt dann Zusatzschaden. Ob du den Gegner dann vielleicht noch auf so einen Rubble-Feld schmeißt, das brennt, dann kriegt er noch zusätzlichen Schaden und dann addieren sich die Schaden. Der grundsätzliche Schaden ist immer nur 1, egal wie gut oder wie schlecht du halt drüber würfelst. Das fand ich, als ich das damals gesehen habe, sehr positiv, weil manchmal kannst du auch wirklich Pech haben. Du würfelst 20 Würfel, bist einen Punkt drunter, der andere ist 20 drüber und hat dich halt totgeschlagen. Ja. So. Pech, ne? Was ich noch habe als Negatives ist Aliens Another Glorious Day at the Corps. Das ist, glaube ich, Sarahs Hassspiel 22. Ja, das ist halt auch stumpfes Gewürfel teilweise, aber was ich da so ein bisschen gehasst habe oder halt negativ fand, du hast halt so ein Deck und dann kannst du halt so Angriffe machen und dann kannst du manche wiederholen, indem du halt Karten abschmeißt. Also das ist das Aktionsdeck der gesamten Spieler. Genau, das sind halt praktisch unsere Lebenspunkte. Das ist halt immer so weird, dass du halt sagst so, darf ich jetzt nochmal würfeln? Darf ich nochmal 2 Karten abwerfen? Also, oder du hast halt einen Spieler, der sagt, ich würfel einfach nur, ich würfel einfach nur. Ich hab Maschinengewehr, bam, 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 bam. Und du sitzt daneben und sagst so, halt Simon, mach das nicht. Wir sind gleich tot, Simon. Und der, das finde ich halt... Simon muss schießen. Das finde ich halt so... Mit Becky. Das finde ich halt super weird, weil das halt immer so merkwürdig ist, so... Darf ich jetzt nochmal angreifen oder nicht? Dann sind halt alle am Klo und weißt du, das Alien steht da, wartet so, während sie sich so beratschlagen, so, ja, wir haben noch so 20 Karten. Ja. dann kommt einer von hinten und die Karten fliegen nur so vom Deck runter. Das fand ich an sich eine coole Mechanik. Ja. Ich würde das vielleicht lieber sehen in einem Spiel gegeneinander, dass jeder sein Kartendeck hat und jeder selber entscheiden kann, ob er nochmal Karten abschmeißt. Ist vielleicht so ein bisschen, um das nochmal als letztes Spiel zu nennen, so ähnlich wie bei GKR Heavy Hitters, da ist ja auch das Aktionskartendeck, mit dem man angreift, auch gleichzeitig die Lebenspunkte, wo jeder halt seinen eigenen Kartenstapel hat zum Angriff und wenn man halt keine Karten hat, ist man halt tot. Also das ist halt so doch das letzte Spiel, was wir noch anführen können. Wie gesagt, diesen Tricky bei Aliens in the Corps würde ich halt als Gegeneinander-Spiel halt besser finden, dass man das selber managen muss. Aber wenn halt das so ein Allgemeindeck ist und einer entscheidet das jetzt halt, der macht das einfach. Und ich bin dann meistens immer so, dass ich sage so, ja, wie findet ihr denn das? Wollen wir das jetzt runtertaktieren? Und man sieht doch, wie dieser ganze Kartenstapel auf einmal irgendwie weg ist. So. Das fand ich halt vom Corps nicht so gut. Dann beenden wir jetzt das Video, Sarah und ich müssen jetzt noch ein paar Stunden Battletech spielen. Auf jeden Fall. Ihr wisst ja jetzt, mit dem Armpanzerung ab. Erst wird die Armpanzerung und dann geht's in die interne Struktur und dann kann die Laserkanone kaputt gehen. Ihr habt's hier gelernt. Ja. Guckt euch meine Battletech-Videos auf dem Kanal an. Ihr habt das gelernt. Dann gerne auch eure Lieblingskampfmechaniken oder eure Hasskampfmechaniken. Wo liegen wir falsch? Was findet ihr unglaublich geil und super und noch was. Die Projekt-Elite-Fraktion kommt jetzt. Ja, es gibt ja sehr viele, die das Spiel sehr gerne mögen. Ich glaube, es ist sogar in der BGG Top 100. Also es ist ein beliebtes Spiel, aber das ist mir zu stumpf. Ist das einfach, das ist mir zu stumpf, das ist mir zu langweilig. Da ist für mich keine Taktik dabei. Schreibt es gerne. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Lasst uns ein Like da sonst, wenn euch nichts einfällt. Und auch immer gerne ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Basti, der Terminator. Hasta la vista, babies. Gut, jetzt können ja die Leute abschalten, das ist schon Ende des Videos.